Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier einen Güllezubringer hier vorstellen. Hier handelt es sich um den Kotte Garant TAV26. Kostet hier, wie wir sehen, 55.000 Euro und hat eine Ladekapazität von 26.000 Liter und hast einen Leistungsbedarf von 180 PS, entsprechend hier 132 kW. So, da haben wir das gute Stück schon mal da stehen. Ja, Leasing 2805. Wir haben hier jetzt den Reifenhersteller drauf, Drenneborg. Da können wir dann wählen noch auf Michelin und Litzrad. Also alles mit Breitreifen. Dann haben wir hier farbiges Design. Jetzt ist jetzt gerade oben. Dann können wir das in Weiß ja noch kaufen. Oder wieder so. Dann hier hinten haben wir Metallschmutzfänger. Oder hier die Plastik. Ich habe den dann mal so gekauft. Dann haben wir noch die Möglichkeit, hier die Hauptfarbe zu ändern. Zum Beispiel hier den Dunkel, wo wir gewohnt sind, grün. Oder hier diesen hellgrün, das geht schon in Mint drüber. Oder dieses Oliv. Oder Blau. Oder Gelb. Oder natürlich in Schwarz. Dann können wir hier vorne hier die Pumpe auch noch umlackieren lassen. In Schwarz kostet jedenfalls kein Aufpreis. Ich habe das jetzt schon mal gekauft. Wir schauen uns das jetzt da an. Da habe ich ja schon mal hier das Güllefass schon mal vorbereitet. Dann gehen wir mal her. Schauen wir mal, dass wir hier nehmen können. Mal gucken. Welche blöde Stelle ist das? So, jetzt haben wir ja den Schlauch da schon mal hier. So, dann tun wir das mal ans. Ah, jetzt habe ich den Schlauch fallen lassen. Naja. Ist nicht schlimm, aber sollte ja nicht passieren, das Ganze. Das ist immer so blöd, wenn man jetzt. Ah ja, jetzt die Hand verschwindet. So, dann tun wir es mal ran. Gehen mal so her. Und natürlich öffnen wir den Schieber. So, das Wasser haben wir schon mal gefüllt. Und Pumpe von den einschalten. Ja, also das tun wir den jetzt dann mal voll pumpen, weil wir können jetzt hier mit Y, also ändere die Pumprichtung ins Entleeren, habe ich schon mit Y, oder hier ins Befüllen mit Y. Also ich muss jetzt entleeren. Dann tun wir das einmal einschalten. Und dann natürlich, also mit R. Sollte das ja nur pumpen. Na, es sollte normal gehen, so, ja. Mal schauen, was jetzt passiert. Ne, das läuft jetzt hier nicht von hier her. Jetzt gehen wir mal rüber. Komischerweise. Schauen, was hier steht. Also, ich muss die Dreck erstmal einschalten. Und dann hier, ja. Oh, jetzt läuft es erst. Okay, vielleicht mache ich das ein bisschen kompliziert. Das Ganze. Und den Schlauch mal schnell daran. Ups, ich sollte nicht wegfahren. Wie wir sehen hier, also fährt er jetzt schön. Angekoppelt ist alles. So, jetzt können wir auch hier unseren Lichttest auch noch machen. So, dann schauen wir auch gleichzeitig hier mal die Lok an. Dann sehen wir hier gleich das Ganze. Ob jetzt ein Fehler oder wie oder was. Dann sehen wir hier ist also ist jetzt fehlerfrei, mal sehen. Bin ja super, wenn man einen fehlerfreien hat, natürlich. Ja, die Hinterachse, die lenkt schon mal mit. Da habe ich auch die Michelin-Bereifung natürlich genommen, weil mir die am besten gefällt. So, jetzt gehen wir her. Mal sehen, das dauert schon eine Weile. Hier Arbeitsleuchten. Blinker. Ah, er läuft. Okay, dann sollte ich mal hergehen und den Schieber mal zumachen. So, ich will mal zumachen. Und natürlich also schalten. So, das kann
es richtig macht natürlich. Ich habe bis jetzt mit diesen Schlauchsystemen, muss ich sagen, noch nicht gearbeitet. Das ist bald meine Premiere. So, und dann wollen wir natürlich das Ganze abkoppeln. Gucken wir mal den Schlauch mal auf die Seite, würde ich mal sagen. Oh, den nehmen wir erstmal rüber, weil füllen tun wir jetzt nicht jetzt. Da warten wir erstmal bis morgen früh. Wir wollen uns natürlich ja hier den Zubringer anschauen. Aber mal hier so auf die Straße mal hin. So, da haben wir jetzt die Arbeitslichter, die sind hier mit Numbit 6 geschalten. Linker sehen wir ja auch jetzt. Und jetzt die eine Seite und die Blinker an. Denn da vorne hat er jetzt keine Lichter. So. Also Blinker. Blinker. Rückfahrlicht. Bremslicht. Das normale Licht. Das sehen wir jetzt im Nummerntafelblock auch ganz gut. Und wir schauen jetzt nochmal seitlich so ran. Also wenn wir jetzt hier die Begrenzungsleuchten, finde ich ganz super toll, wirklich, mir gefällt das ganz gut. Und gehen wir jetzt wieder ins Tageslicht über natürlich, wir wollten ja natürlich wieder was sehen. So, also, schauen wir mal ganz kurz so her, hier sehen wir jetzt die Achse hinten lenkt mit. Gehen wir mal hier um die Kurve. Oh, ist schon ein bisschen schwer noch. Auf jeden Fall, mir gefällt hier so der Mod schon. So, kommen wir mal so aufs Feld drauf, dass wir so richtig mal sehen. Da sinkt jetzt ein bisschen auch schon ein. Weil hier dieser Real-Terrain-Mod drin ist. Mal hier mal sehen, wie das Ganze sich so verhält. So sieht die da Rädern so als der Drehschemel. Also mir gefällt hier der Mod ganz gut. Wir schauen jetzt uns natürlich jetzt diesen Real-Terrain-Mod. Da wackelt der ein bisschen. Das ist normal. Dann sehen wir jetzt hier mal das Ganze uns an. Also die Tetschern, das alles passt ganz gut. Aufkleber hat er hier auch, wegen Gefahrenhinweise und wie du dich da verhalten solltest. Dann sehen wir hier hinten auch noch die Hinweise, dass du nachschauen solltest. Und hier an der Seite genauso, wegen Gefahr und Unfallvermeidung. Das finde ich auch ganz gut, das Ganze. Hier das mit der Pumpe so her. Jedenfalls ein schicker, toller Mod. Ja, wenn dir das Video natürlich gefallen hat, würde mich natürlich freuen, wie du reinschaust. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.